sind hier im Hofgut im niederbayerischen Bäderdreieck. Erwin Rückerl, Koch aus Leidenschaft, hat sich hier seinen Lebenstraum erfüllt. Für seine Gäste einen Ort der Muse, des stillen Genusses für Körper, Geist und alle Sinne zu schaffen. Für mich, glaube ich, ist das Kochen eher eine Leidenschaft. Und die Leidenschaft für die Casalinga, die italienische Landküche. Was mir natürlich immer am Herzen lag, natürlich, nachdem ich von Italien zurückgekommen bin, war natürlich die Inszenierung, wie wir es auch in Italien hatten. Bei aller Inspiration und Liebe zur Improvisation verlässt sich Erwin Rückerl gerne auf praktisches und bewährtes Kochgerät. Wie das Gussgeschirr von Brunner. Warum ich so gerne mit dem Gussgeschirr eigentlich arbeite, ist, weil die Hitzeverteilung optimal ist. Aber bevor man das zum ersten Mal hernimmt, muss man es natürlich erst einmal ausbrennen. Das geht ganz normal, das Pflanzenöl. Ich gebe ein bisschen Öl auch, wie gesagt, in den Deckel mit rein, dass die raue Oberfläche gut benetzt ist. Danach wäscht man es nochmal aus und treibt das Ganze dann trocken. Und jetzt zeigt uns Erwin Rückerl, was er mit einem Gänsebräter und einer 1,5 Meter Gans anstellt. Ich habe jetzt die Gans erstmal sauber gewaschen, habe die dann innen gefüllt, habe es gewürzt und mit frischen Kräutern, Beifuß und ein bisschen Salbei, Thymian, Rosmarin gemacht. Jetzt habe ich hier noch sauber zusammengebunden, dass die Füllung nicht raus kann, weil bei so einer 1,5 Meter Gans, da brauchen wir natürlich auch einen gescheiten Bräter, weil die meisten Bräter sind ein bisschen klein und der, wie gesagt, passt da dann auch wunderbar rein. So, jetzt geben wir ein bisschen Wasser noch drüber, schließen den Deckel. Also ich tue die Gans quasi immer mit dem Deckel braten, weil die dann wesentlich saftiger wird und nicht einfach in den Ofen einschieben, das austrocknet. So, jetzt tun wir unseren Bräter in unseren Ofen rein, eben mit der Gastronorm 1,5 Meter tiefer ist, wo der ja wunderbar reinpasst. Und die nächsten 3 Stunden haben wir keine Arbeit mehr. Also, jetzt richte ich ein paar Zwiebeln her. Die gehen wir dann mit zur Gans. Jetzt gebe ich noch ein paar Trüffelkartoffeln rein. Die schauen richtig gut aus. Deckel drauf. Gut, dann schauen wir, wie unser Gansel geworden ist. Und schaut gut aus. Da freue ich mich jetzt drauf. Ja, man sieht's, da hat es in der Tat mit der Gans ein gutes Ende genommen. Für die langsame und genussvolle Küche bietet Brunner Gusstöpfe in 3 verschiedenen Größen an. Gut, jetzt machen wir unser Kokoa. Unsere Maispolade melieren. Und die Maispolade schön reinlegen, dass er schön anbraten kann. Den Öl nachgeben. Und erst wenden, wenn er eine schöne Farbe hat. Der Deckel hat eine Form wie eine Pfanne. Da kann man jetzt ein wunderbares Fleisch zwischenlagern. Wenn Erwin Rückerl hier bewusst einen Gusstopf einsetzt, weiß er, dass der Mensch über 1 Billion verschiedene Gerüche wahrnehmen kann. Da ist er dann ganz zu Hause, weil er all die Geruchsstoffe und Aromen einfangen und sie erhalten kann. Denn darin liegt ja eines der ganz großen Geheimnisse der berühmten Cucina della Mamma, die allen Raum für Improvisation schafft. Von dem Gemüse, von dem Fleisch, vom Wetter, ist es schlecht Wetter, ist es kalt, kocht man anders, als wenn es warm ist. Also wirklich also aus dem Bauch rauszukochen. Und jetzt gebe ich ein bisschen Rosmarinzweigerl oben drauf und lösche das Ganze mit Weißwein ab. Und wenn am Ende ein einfacher Schmorbraten, und jetzt geben wir noch den Deckel drauf, Kokovar heißen darf, so ehrt das doch den Koch und sein Handwerkszeug. So, schauen wir mal. Das hat jetzt eine 3/4 Stunde leichter hingeköchelt. Dann rühren wir das.
sensationell. Und wir wissen ja, wir riechen viel mehr, als wir schmecken können. Achtung, jetzt wird experimentiert. Jetzt möchte ich mal was probieren, weil wenn ich schon mit dem schweren Gusto arbeite, tun wir jetzt aber die Butter da rein und das Gemüse, in dem Fall Blumenkohl, einmal anders herrichten. Viel Butter und dann setzen wir einfach unseren Blumenkohl verkehrt rum und jetzt schließen wir einfach den Deckel. Und jetzt schauen wir, dass der Blumenkohl schön karamellisiert. So, jetzt schauen wir, wie unser Blumenkohl geworden ist. Deckel schnell runter und perfekt karamellisiert. So, unser Deckel ist natürlich stark, weil den kann ich ja sofort wieder hernehmen als Pfanne. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Butter drauf und schauen wir, was für unsere Vegetarier zum Naschen. Und auch das funktioniert. Der Deckel des Gänsebräters als Grillunterlage. So, hier haben wir jetzt einen Lude mehr. Schöne klare Augen, da merkt man, dass er schön frisch ist. Ich habe ihn schon mal ausgenommen. Und jetzt tun wir den würzen. Der Fisch selber, wie gesagt, Lude Meer kommt aus dem Meer. Das heißt, er hat ein sehr festes Fleisch. Und jetzt haben wir da eine schöne Bratpfanne, aber weißt du was, jetzt tun wir ihn halt grillen. Das heißt, ich nehme einfach ein bisschen weniger Fett her und dafür richte ich ihn jetzt her. Also, ein bisschen würzen. Im Bauch innen ein bisschen nach dem Säubern, wie gesagt, ein bisschen salzen. Dann geben wir unsere Kräuter mit rein. Ein bisschen Salbei dabei, Thymian dabei. Und natürlich ein bisschen Petersilie. Und ich kann in der Pfanne braten, aber ich kann in der Pfanne auch grillen, weil umso weniger Öl ich da reingebe, beziehungsweise eigentlich nur den Fisch so ein bisschen leicht aböle, ist es eher ein Grillen. Würde ich da mehr Fett reingeben, wäre es ein Braten. Der große Vorteil von dem Bräter ist natürlich auch, weil die Hitzeverteilung dementsprechend toll ist. Weil aufgrund, dass er so stark ist und ich mein Feuer jetzt nur auf einer Stelle habe, verteile ich das trotzdem sehr gleichmäßig. So, ich bin schon froh, dass ich meinen Deckel da habe. Weil dann kann ich das super machen, weil früher habe ich das immer mit auf dem Blech gemacht und dann hätte man das auf dem Feuer wahrscheinlich geschmissen. So, jetzt geben wir ein paar Tropfen Olivenöl drauf. Und jetzt schauen wir mal, wie unser Fisch ist. Drehen wir ihn mal um. Wunderbar. Schöne gleichmäßige Kruste, obwohl wir ja nur ein einseitiges Feuer haben. Nur auf einer kleinen Stelle und trotzdem brot er sehr, sehr gleichmäßig. Ja, das Wichtigste ist eigentlich immer, wenn man so einen großen Fisch da macht, dass man den sehr, sehr langsam gart. Weil es bringt nichts, wenn ich da Vollgas auftrage, weil der verbrennt man ja nur. Die Hitze muss ja in dieses Fleisch erstmal reingehen. Und man sieht ja, wie dick der ist, ja, bestimmt 5-6 cm. Langsam, dann wird der Fisch eine, mitten schön durch und außen knusprig, ohne dass er verbrennt. Den Tipp muss ich eigentlich allen geben. Und zwar, ob ich jetzt ein Fleisch brate, ob ich Gemüse brate, ob ich einen Fisch mache. Langsamer, mit ein bisschen weniger Hitze, schön verteilen die Hitze, dann werden diese Sachen viel, viel besser. Weil viele arbeiten da immer viel zu aggressiv und viel zu heiß. Ah, jetzt ist er fertig. Wir haben jetzt ca. 15 Minuten gehabt auf jeder Seite. Und jetzt nehmen wir den raus. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, immer wenn man mit Knoblauch was isst, frisch gehackte Petersilie drüber geben. Frisches Olivenöl. Und ein bisschen Zitronensaft. Jetzt hat uns Erwin Rückerl verblüfft. Er hat den Entenbräter in einen Backofen verwandelt. So haben wir unser Sauerteigbrot. Das ist jetzt ja wunderbar schön gegangen, hat das doppelte Volumen. Und jetzt setzt man nur noch den Deckel drauf und schieben das Ganze in den Ofen. Jawohl. So, und jetzt schauen wir uns einmal unser Brot an, wie das da drinnen wohnt ist, in unserem Brotbackofen. In der Tat bildet der geschlossene Entenbräter einen eigenen Backraum. Ah, oh, das schaut ja toll aus. Wir schauen, ob er fertig ist. Ja, hört sich wohl an. Nicht verbrennt, schöne Kruste, saftig, lecker. Ja, und für die Servierpfanne sieht der Erwin Rückerl eine weitere überraschende Nutzung. Süßes statt Saures.
Normalerweise kann man da wunderschöne Kalbsleber drin machen, die ich auch dann am Tisch servieren kann. Weil durch das, dass sie keinen Stiel hat, funktioniert das wunderbar. Und wir machen jetzt eine Apfeltat, einen verkehrt umgebackenen Apfelkuchen. Wir geben als erstes den Zucker in die Servierpfanne und lassen ihn karamellisieren. Und dann setzen wir die Äpfel drauf. Und zwar mit der Schnittfläche, also ich habe die Äpfel halbiert, mit der Schnittfläche nach unten. Den Teig habe ich schon ausgerollt. Und jetzt gebe ich den als Deckel drauf und schließe jetzt den Gusto mit dem Teig hermetisch ab. So, und hier mache ich noch einen ganz speziellen Apfelkuchen in unserer Pfanne. Einen Rührteig, den habe ich schon in die Pfanne gegeben, ein bisschen verteilt, sauber auf den Teig. Und dann geben wir noch ein paar Butterstreusel drauf. Der ist ja richtig gut geworden. Haben wir unser Apfeltat und unser Apfelstreusel. Und den zweiten müssen wir dann stürzen. So, die wollen wir die sauber rausbringen. Ja, wunderbar. Und unser Apfeltat ist uns wieder spitzenmäßig gelungen. So, lasst es euch recht schmecken. Oh, oh, oh. Was sagst du da? Und was natürlich dann wahnsinnig praktisch ist, wenn wir dann fertig sind. Die meisten glauben das überhaupt nicht, wie einfach das geht. Und durch das, dass die immer vorher eingeölt war, braucht man auch kein Spülmittel hernehmen. Das mit dem Öl und das mit dem Auswischen ist wie eine natürliche Imprägnierung. Und schon ist es sauber. Dem begeisterten Koch aus Leidenschaft wünschen wir, es möge ihm seine Liebe zur Improvisation, zum Abenteuer aus dem Bauch raus zu kochen, erhalten bleiben. Und viel Freude mit dem gusseisernen Kochgeschirr.